So denn, die Herrschaften. Ich habe das ein bisschen abgekürzt, die Fahrt zurück. Nichts passiert. Wir gehen jetzt hier in diese Phase, aber erst steige ich von meinem Reit hier ab. Abduskella, Biororek! Talk now. Grimslim Monita, Rikokashuroreg. Wenn ihr mit diesem Rodianer verwandt seid, möchte ich nicht eure Eltern sehen. Harun Shindai, Kelmitusim Norangatuk. Eiling, Unredonatsa, Dingnobumfrei, Ramirukshak. Tut now, Grimslim Monita, Rikokashuroreg. Ja, 26 Systeme, das ist ja noch gar nichts im Gegensatz zu mir. Ich würde schon für Dinge beschuldigt, die ich noch nicht mal getan habe. So schrecklich bin ich. So, zack. Ich muss die Raketen schnell loswerden. Ärger im Anmarsch. Alter, hat er mich geschubst. So, ein bisschen Schaden erhöhen. Und kaputt. Grim, Javitsa! Gola, Gola! Timan Stebodrar! Umsona, Nomurdakin Pavuri Freya. Meine Likro, Krorubark. So, es ist getan. Warum laufe ich in Zeitlupe? Das ist ja seltsam. Lana Beniko. Der Jäger ist da, genau wie ich es mir erhofft hatte. Ich hoffe, Rishi gefällt euch. Sandstrände, glitzerndes Wasser, ein Haufen Clowns, die meinen, sie wären besser als ich. Daran könnte ich mich gewöhnen. Dann habt ihr wohl noch nicht den Atem eines Skaklers gerochen. Oder vielleicht habt ihr das. Ich weiß es nicht. Hallo, Tiron. Ist das ein gutes Hallo oder ein schlechtes? Abgesehen von Lana kann ich das bei euch imperialen Typen nie richtig einschätzen. Ja. Okay. Weiter geht's. Die Revaniter sind hier, auf Rishi. Deshalb haben wir euch unter einem Vorwand hierher gelockt. Sie dürfen nicht wissen, dass wir ihnen auf die Schliche gekommen sind. Wir müssen den Verbündeten der Revaniter, Nova Blade, das Leben schwer machen. Ich weiß, dass Nova Blade in der Räuberbucht das Sagen hat, aber inwiefern hilft die Gruppe den Revanitern? Wir haben herausgefunden, dass Revanita-Agenten im Imperium und der Republik Nova Blade Informationen über Schiffsaktivitäten haben zukommen lassen. Anschließend benutzt Nova Blade diese Informationen, um Militärpatrouillen und wichtige Handelsrouten auf beiden Seiten zu überfallen. Im Prinzip ziehen sie die Hyperraumrouten neu. Und was bringt ihnen das? Das möchten wir herausfinden. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe es nicht mal ansatzweise geschafft, die Computer von Nova Blade zu hacken. Zuerst muss das Sicherheitssystem ausgeschaltet werden. Wir dürfen keinerlei Verdacht erwecken, dass unser Angriff mit den Aktivitäten der Revanita zusammenhängt. Ich überfalle Nova Blade wie ein protziger, gieriger Pirat und niemand wird die Wahrheit ahnen. Ja, genau. Stört ihre Operationen, erregt ihre Aufmerksamkeit, tretet wie ein echter Pirat auf und geht ihnen dann an die Kehle. Wir haben eine zuverlässige Quelle, die herausgefunden hat, dass die Nova Blade Basis, ein abgestürztes Schiff namens Aggressor, ihre gesamten Sicherheitsvorkehrungen enthält. Das ist unser letztes Ziel. Und die wäre? Jemand, den ihr bereits kennt. Eigentlich zwei Personen, wenn man es genau nimmt.
Wir positionieren euch in Reichweite des ersten Novablade-Ziels. Dort wartet unser Informant. Es ist wirklich schön, euch wiederzusehen. Ich habe mich sehr lange versteckt gehalten. Es ist schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Viel Glück da draußen. Ja, möge die Macht euch stets dienen. Die Macht hat damit gar nichts zu tun. Das ist alles Können und eine geile Ausrüstung. So. Marco wird wieder ausgerüstet, damit die mal so mir so ein bisschen Gold in den Arsch schicken kann. Jo, Gefährte. Wir waren Stiefel. Zack, zack. So. So wollte ich. Und dann wieder raus. Ja, wir müssen dann das wieder raus. Das war nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ja, Angeber. Ich habe die ganze Karte angesehen. Juhu! So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wieder ein bisschen fahren. Na dann. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal beschleunigt. Ich gehe mal davon aus. Steig ab von meinem Gefährt und klicke dieses Signalgerät mal an. Sie sind es. Sie sind es wirklich. Ich traue meinen optischen Schaltkreisen nicht. Jacaro, ich glaube, viel mehr von dem Geplapper dieser synthetischen Schrottkiste ertrage ich nicht. Ich möchte bemerken, dass man sich mit den Bewohnern dieses Planeten besser nicht anlegen sollte. Vor allem Novablade ist eine sehr mächtige und gut organisierte Gruppe. Deswegen werden wir sie entmachten und desorganisieren, indem wir von Jacaros Schiff aus auf die von ihnen ausgewählten Ziele feuern. Mit dem Schiff könnten wir auch ihr gesamtes Lager zerstören. Damit man ihnen diese Taten zuschreibt, müssen sie dabei gesehen werden, wie sie ihre Ressourcen markieren. Ich würde Ihnen ja Glück wünschen, aber das brauchen Sie sicher nicht. Wir bleiben in Verbindung. Ist schon ein seltsames Paar, die beiden. Irgendwie lustig. So, hier da in diesem Wamper. Dschungelwamper. Ist ja lustig, dass es auch Dschungelwampers gibt. Gibt es übrigens auch einen Datacron. Das dauert aber einige Stunden, das zu sammeln. Das ist nicht so einfach, außer es hat gerade jemand das, die passenden Teile dabei. So, wir müssen nach oben, also hier lang. Also, hier durch, meine ich. Dschungelhöhle, oh, was ist das für ein Riesenskelett? Und ein Gleiter. Also gut verarbeiten können sie hier nicht, aber was ist das für ein Riesen... Wie kommt dieses Riesenskelett? Was ist das für ein Vieh? Wie kommt das in diese kleine Höhle rein? Interessant. So, hieß hier irgendwas? Irgendwas Interessantes? Nee. Das ist nur so eine Stütze scheinbar. Krabben. Lass mal vorbei, sonst mache ich Krabbenchips heute Abend. Für diesen Strandkrabben. Ist gar klar. Ah, das erste Novablade. Naja, guck. Ah, da kommt das Garkler wieder. Er will auch auf die Schnauze. Alle wollen auf die Schnauze. So.
glaube, es gibt sogar einen Erfolg dafür, dass man diese Krabben tötet irgendwie, so eine bestimmte Anzahl. Na, macht man sowas? Ich bin ja nun netter Tourist hier. Bums, Raketen. Die Raketen richten alles. So, die Teller da hinten, die so blau leuchten, müssen wir markieren. Dann schießen die von oben drauf. So ähnlich wie ich jetzt. Eine Rakete habe ich noch, die muss ich noch loswerden. Schade, dass ich nur 4 habe. Feuern, Jakaru! So, da haben wir gleich den nächsten und den. Ah, schon, da haben wir schon 2. Was? Was wollen die denn? Raketen richten alles, die sind echt cool. Das ist eines der coolsten Dinge, die sie überhaupt in Star Wars da etabliert haben. Mag ich gerne, genauso wie mit diesem Teleport vom Attentäter, mag ich auch sehr gerne. Und vom Kommando und vom Söldner da, die sind ein bisschen doof. Hä, wer greift mich jetzt noch? Achso, die habe ich auch noch gepult. Das Elektronetz ist nicht gerade so mein Favorit, das ist ein bisschen doof, das ist ein bisschen lieblos. So, jetzt noch der letzte. Jakaru meint, dass das reichen sollte, um die Aufmerksamkeit von Nova Blade auf uns zu ziehen. Laut Theron hat hier ein gewisser Lieutenant Donovan das Sagen. Ihn herauszufordern wäre ein hervorragendes Ausrufezeichen. Da hinten ist ein Captain, dann machen wir das noch gleich mit 3-mal. Das geht ja, haben wir schon fast durch dann. Also ich muss den erst töten. Ich habe keine Angst. Nichts da. Er ist gleich hinüber. So, jetzt muss ich da so eine Flagge draufsetzen. Zack, Piratenflagge. Platziert. Ist hier zufällig ein... War das auch ein Captain? Nee, schade. Dann gucken wir, ob wir noch auf einen, 2 oder so treffen. Ne, sieht nicht so aus, ne? Gibt nicht so viele Captains hier. Hightech-Schläger, aber kein Captain. Ich habe jetzt auch keine Lust, da alles zu suchen. Ja. Alter. Verbrenne! Ihr alle! So. In die grüne Phase rein. Immer in die grüne Phase. Es ist wie in einem Kriegsgebiet, Kommodore. Wir werden alles verlieren, wenn wir das Sklavenlager nicht sofort evakuieren. Wir ziehen uns nicht zurück, nur weil irgendwelche Emporkömmlinge der Meinung sind, es mit uns aufnehmen zu können.
Reißt euch am Riemen! Seid ein Nova Blade! Und schaltet alle aus, die uns Ärger machen! Aber... Kommodore Margok! Sagt eurem Kommodore und allen anderen, dass die heulenden Furien ab sofort die Räuberbucht übernehmen. Ich habe Geschichten über euch gehört. Ihr habt Goro erledigt und diesem Wiesel Sücken einen Mordschrecken verpasst. Ich habe ein Dutzend Konkurrenten erledigt, um diesen Posten zu bekommen. Glaubt nicht, dass ich Angst vor euch habe. Angeber, nun wollt ihr zwei Knarren hast oder was? Bombardierung unterbrochen. Nichts da. Ich habe keine Angst. Nichts da. Nichts da. So.